Die letzten Jahre waren extrem herausfordernd. Explodierende Energiepreise, hohe Inflation, die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine. Unsere Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst haben wesentlich dazu beigetragen, die negativen Auswirkungen zu begrenzen. Jetzt sind wir mitten in einer Pensionierungswelle, die zu Personalmangel und höherer Arbeitsbelastung führt. Der enorme Arbeitsdruck und die angespannte Personalsituation machen es immer schwieriger, am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Die starken Preisanstiege belasten alle Kolleginnen und Kollegen erheblich. Sie sind in Vorleistung getreten und erwarten nun eine Gehaltserhöhung, die das berücksichtigt. Wir fordern daher eine nachhaltige Erhöhung der Gehälter, Monatsentgelte und Zulagen, um die Kaufkraft zu sichern und zu stärken.